Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Und wir wollten in der letzten Folge mit dem V reden, nachdem wir hier Sommer eingehaucht haben. Pavauris? Ja, bitte? Hallo Pavauris. Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich nach dem Wind. Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Okay. Wie erkennst du denn, ob Sommer oder Winter ist? Zählst du die Tage mit? Das würde nichts bringen. Sommer und Winter wechseln sich sehr unregelmäßig ab. Nein, ich orientiere mich am Wasser. Wenn ich es fließen höre, ist Sommer. Alles klar, Geburtstag des Augenwesens. Wie lange ist der Geburtstag deines Augenfreundes denn her? Ach, schon eine Weile. Aber es war ein wundervolles Fest. Er hat immer gesagt, ein gutes Geburtstagsfest braucht unbedingt drei Dinge. Erstens, Spielleute, die auf glänzenden Flöten und schillernden Harfen für Musik sorgen. Zweitens, ja, was war noch? Den Rest habe ich vergessen. Inzwischen gibt es das alles ohnehin nicht mehr. Die Gesetzesmuscheln verbieten es. Dabei hat Okulunculus diese Feste so geliebt. Also ist der Okulunculus traurig, weil die Gesetzesmuscheln das alles verbieten. Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hielt er die Nase hin. Das hat die ganze Zeit durcheinander gebracht. Alles klar. Wir tun einen schönen Duft für den Einsiedler machen. Dadurch kommt er durcheinander und dann passiert sicher irgendwas. Dann störe ich nicht. Stören wir nicht länger und begeben uns mal zum Einsiedler. Kann ich hier eventuell so ein bisschen... Moment, so. Einsiedler, haben wir denn was gut riecht? Was gut... Der Honig, alles klar, wir brauchen den Honig. Hat er vielleicht jetzt den Honiggeruch? Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Ja, den Honig riecht es anscheinend noch nicht. Aber er ist ja schon da. Was mache ich jetzt mit dem Honig? Das ist die Frage. Kann ich? Ich muss dringend mal wieder schlafen. Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich muss auch immer wieder. Moment. Ja, irgendwie muss ich doch den Honig. Es ist zumindest eine ziemlich gute Idee, meiner Meinung nach. Warum ist immer alles unerreichbar? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich das ausprobiert habe, aber ich probiere mal ganz kurz. Ich habe doch Nuris Zauber. Sie hat mir doch ihren Zauber verliehen. Kann ich mit diesem Zauber das Gerät eventuell... Ich bin froh, dass es kaputt ist. Ach so, okay. Okay, Moment. Kann ich eventuell mein Messer da hochwerfen? Nicht mal ein kleiner Schnitt. Als ob du da hochkommen würdest, ja, ja, schon klar. Das Feuerzeug da hochwerfen. Lieber nicht. Ich versuch mal irgendwas da hochzuwerfen. Kelch. Hatte schon bessere Einfälle. Okay. Flechtkorb. Nicht so. Pfeil wäre das Logischste eigentlich. Wird doch nichts. Oder kann ich den Flechtkorb eventuell nehmen? Warum sollte ich? Damit der Apfel nicht ins Wasser fällt, du Fropfen, du. Was? Du machst es mir... Achso, okay. Hat nur gesagt, ich bin gerade eingeschlafen. Statue der... Damit breche ich sicher irgendein Gesetz. Ah, Statue der Lichtkönigin, natürlich. Die kann ich also jetzt nehmen. Das interessiert mich nicht. Nicht im geringsten. Die kann ich jetzt sicher nehmen, hier aufstellen... Kann ich doch sicher auf den Sockel hier oder irgendwo kann ich die hier nicht so ein bisschen... Kann ich das der Königin zeigen?
ist bestimmt begeistert, dass ich ihre Statue genommen habe. Das ist ein Abbild der Königin, aber weder lebensgroß noch Regenbogenfarben. Okay, kann ich eventuell mit diesen Bildern hier noch ein bisschen Spaß haben? Kann ich zum Beispiel die Lichtstatue einfach mal hier reinhaben? Vielleicht würde ich besser größer nicht. Nee, okay. Wenn ich sie hier in diesen Gang rein... Nee, geht auch nicht. Ohne diesen Farbstein hat auch das Bild keine Farbe. Feen. Und eine Skulptur. Ich wüsste echt nicht, was ich noch machen soll jetzt. Bin ein bisschen überfragt, aber wir sind in der Auszeit. Wir spielen in der Auszeit noch viel Minuten. Was haben wir hier mit 3 Eingänge? Wir haben das, das, das. Wir haben hier und da. Den Wächter haben wir noch. Was ist denn mit dem Wächter? Die Muscheln müssen wir noch, die Einsiedler müssen wir noch irgendwie ablenken, aber ich wüsste momentan nicht, wie ich an den Honig komme. Der große Kopf dort oben. Ist das der Vogelmann? Es war eine heilige Ehre für unsere Zeit. Der Weber des Schicksals war in unsere Welt eingekehrt, um sich uns zu offenbaren. Die Statue wurde bald nach seiner Ankunft errichtet. Die Königin hat alle anderen Statuen entfernen lassen, auf dass diese die einzige sei. Zu bestimmten Zeiten ist der Kopf sogar begehbar. Aber im Inneren wird gerade ein Gemälde fertiggestellt. Da ist jetzt alles voller Farbe. Alles klar. Vielleicht, weil jetzt Sommer ist, kann man es betreten. Wo ist der Vogelmann jetzt? Vor einigen Wintern hat er seine Priester berufen und mit ihnen unsere Welt verlassen. Doch unsere Königin deutet weiterhin die Visionen des Vogelmanns, auf dass wir einer strahlenden Zukunft entgegengehen. Vor einigen Wintern? Gewiss. Der hat sich also hier die ganze Zeit versteckt. Erzähl mir mehr über euren Gott. Den Herrn aller Feen und allen Seins? Er ist der Meister des Geschicks. Sein Wohlgefallen erregt der ungebundene Geist. Er ist Gebieter über Raum und Gestalt. Und alles, was sein kann, gefällt ihm. Denn frei ist, was alles sein kann. Eine Fee hat mir erzählt, der Vogelmann hätte ein buntes Gefieder und dass sein Flötenspiel die Herzen mit Fernweh erfüllt. Dann ist sie eine Ketzerin. Okay. Gibt es noch einen anderen Weg in die Traumgemächer? Einen anderen als über die Königin? Nur sie hat den Schlüssel für den Wegsockel zu den Traumgemächern. Und jetzt still! Sonst werden wir an das Ende des Nebels gebracht. Okay, was ist das? Was ist das Ende des Nebels? Der Ort, an den sie verbannt werden. Meine Freunde, Brüder, wenn sie die neuen Gesetze der Königin missachten. Der Tod ist die Gnade, aber das Ende des Nebels ist Gericht. Wow, das hat mir alles gemacht. Warum hat die Königin neue Gesetze erlassen? Damit die dunkle Zukunft in den Visionen, die uns der Vogelmann offenbart hat, nicht wahr wird, hat unsere weise Königin Gesetze erlassen, die der Sicherheit und Reinheit unseres Reiches dienen und deren Nichteinhaltung mit Verbannung oder Tod bestraft wird. Also auf Deutsch, der Vogelmann hat euch erzählt, macht scheiß Gesetze, damit eine Elfe, die er wahrscheinlich vorher, eine Fee, die er vorher wahrscheinlich kennengelernt hat, in dem Falle Nuri, keinen Bock mehr auf die Scheiße hat, sich also in ihre Welt dann teleportiert, bla bla. Und somit kriegt er seine Flöte, sein Harfenspiel wieder. Ihr seid echt, wow, dafür ist es so alt. Seid ihr wirklich weise, meine Freunde? Was sind das für Gesetze, die die Königin erlassen hat? Gesetze, die uns vor der ewigen Nacht bewahren. Sie wurden in Muschelschalen eingeflüstert und in ganz Nairut-Neva verteilt. Was sind das für... Visionen? Was sind das für Visionen von denen? Sie warnen uns vor der Zukunft. Der Vogelmann schenkte sie uns. Mit dem Spiel der Harfe. Der Harfe? Schweig! Ich habe schon zu viel gesagt. Na, du musst dann mehr sagen. Was befindet sich eigentlich in den Traumgemächern? Die Traumweberin. Ihre Musik hilft uns Feen, ein freies Leben zu führen. Frei wovon? Von Sorgen und Ängsten. Nur allein die Königin darf die Traumweberin noch besuchen. Und tut sich somit sozusagen den Kopf umnebeln ohne Sorgen und Probleme, während das Volk verzweifelt. Toll, ich bin begeistert. Der Statuenkopf ist begehbar, sagtest du? Ja. Aber wie gesagt, dort wird gerade gemalt. Okay. Achte die Gesetze. Dann gehen wir mal zum Statuenkopf. So.
glaube, wir müssen... Ja, okay, gut. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie eine Brücke schaffen, weil hier ist die Tür. Wenn ich das sehe... Der, wenn überhaupt. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Dieser Reif, den er um den Hals trägt, das ist der Reif aus meinem Traum. Heißt das, der Seher war auch in dieser Welt? Und warum beten die Feen ihn an? Hat er sich hier zum Gott aufgeschwungen? Ich würde viel lieber wissen, wie zum Teufel ich jetzt darüber... Moment. Ist das eventuell der Ort, an dem ich eine königliche Statue aufstellen könnte? Besser nicht. Dann halt nicht. Um den Augen... Ich will überhaupt gar nicht... Ja. Warum nicht? Den Versuch ist es wert. Aber nicht von hier aus. Und woher soll ich denn sonst nicht ankommen? Das gibt's doch gar nicht. Kann ich da eventuell ein Pokal drauf? Das geht so nicht. Na, natürlich geht es nicht. Unwahrscheinlich. Kann ich eventuell vielleicht aus einer anderen Richtung... Nur Nostria-Bratenschalentiere. Okay, der Wolke spielt gerade Sniper Elite V2 und ich hoffe, er weiß, dass ich jetzt playe, sonst kriege ich wahrscheinlich gleich einen Anruf. Was auch vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Wer weiß. Okay, wir haben das Problem, wir müssen also zu dem Vogelmann rein. Wir müssen andererseits dieses Schalentier aber auch noch ablenken und wir wissen nicht, wie wir zum Vogelmann kommen. Irgendwie... Uno momento. Muss ich vielleicht den Baum gar nicht zuerst machen? Nein, stopp. Weil wenn der nämlich nicht so wäre, dann müsste ich diese Vogelperle hier nochmal, diese Farbsteinperle nochmal kurz mitnehmen. Und dann probieren. Ah, theoretisch gesehen müsste ich ja, also muss ich es ja zuerst machen aus dem einfachen Grunde, dass die Statue am Ende noch stehen muss. Das heißt, es sei natürlich, die Prüfung ist sofort beendet, sobald ich es geschafft habe. Der lässt sich hier nirgendwo einsetzen. Kann ich die vielleicht... Das kann ich besser. Gut. Das wird die Königin kaum als Auge durchgehen lassen. Und wenn ich... Ich bin etwas ideenlos. Wir müssen irgendwie eine Linse bauen, das ist jetzt schon ziemlich klar. Keine Zeit für Experimente. Aber wie? Ich meine, der Typ ist so eine wunderbare, prächtige Hilfe. Wow, klasse. Es ist also wieder alles... Moment. Ich könnte noch was ausprobieren ganz kurz. Und zwar hat die gerade geschnieft. Das heißt, sie hat den Honig nicht gerochen. Wenn ich das Bild aber umdrehe, dann ist jetzt der Honig auf der anderen Seite. Bringt das die eventuell dazu, jetzt den Honig zu riechen, weil er am anderen Fenster ist halt? Krebs. Und wer bist du? Dieses Wesen in Göttern. Der Wetterhahn ist ein Krebs mit einer riesigen Nase. Gut, jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Er zeigt aber immer noch in dieselbe Richtung. Boah. Ich bin echt ein bisschen überfragt gerade. Wir suchen seit 13 Minuten rumirren und finden nichts mehr, was zusammenpassen könnte. Ich kann kein Wasser mit dem Kelch aufnehmen. Wozu soll ich diesen bekloppten Kelch eigentlich nutzen? Mal ganz ehrlich. Ach, warte mal. Anderes Fenster. Nur Moment. Bitte hab lang genug Arme. Ich scheuche sie lieber nicht auf. Bin ganz froh, dass sie beschäftigt sind. Du sollst diesen dummen... Ah, okay, hier. Damit könnte ich mir vielleicht etwas Honig stehlen, aber ich bin zu weit weg. Echt jetzt? Ach nein. Nein, nein. Ich will überhaupt gar nicht... Ich dachte, ich kann ihn eventuell benutzen dazu. Kann ich den Speer eventuell... Damit komme ich zwar ran, aber damit lässt sich der Honig kaum auffangen.
Warum sollte ich? Kann ich den zerbrechen? Das wirkt nur auf leicht zerbrechliche Dinge. Das ist ein Stück Holz, verdammt. Nicht sehr schlau. Mir fällt dazu nichts ein. Ach nein. Es ist viel zu niedlich. Du sollst es doch nicht umbringen. Okay, wir müssen irgendwie den Kelch... Ach nein. Ja, ist doch schon klar. Wir müssen also irgendwie den Pfeil mit dem Kelch kombinieren. Jetzt natürlich die große Frage, wie soll ich das bitte schaffen? Habe ich noch irgendwas übersehen? Was ich denn noch hätte mitnehmen können? Was ist, wenn ich den da wegnehme? Und einfach mal rausgehe? Kann ich den eventuell... Ich glaube nicht. Das war natürlich so eine Vermutung. Das geht so nicht. Ich meine, das ist ja der einzigste der beiden Kristalle, den ich mitnehmen kann. Kann ich damit eventuell ein... Geht nicht. Nichts. Unwahrscheinlich. Keine Zeit für sowas. Das geht auch alles nicht. Ich bin so begeistert einfach nur. Moment, wir setzen den mal hier hinten ein. Ach. Jetzt kann ich das alles mitnehmen, weil ich hier hinten das Licht platziert habe. Dann platziere ich das nochmal hier, Moment. Da gehört wohl einer dieser Kristalle rein. Ja, den hast du auch dabei. Ja, jetzt weiß ich natürlich auch weiter. Toll. Jetzt ist es ziemlich simpel. Und zwar... Nehmen wir uns die Gabel, stecken da natürlich den Kelch. Das ist völlig verrückt. Aber ein guter Vogelfänger passt sich an seine Umgebung an. Und jetzt verlängert der Kelch. Honig. So. Damit hätten wir jetzt Honig. Jetzt haben wir zwei Bogenhälften. Ach nee, wirklich? Haben wir was zum Zusammenfliegen? Nein. Können wir da etwas Honig vielleicht nehmen? Mir fällt dazu nichts ein. Ach Quatsch. Honig hier? Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass der Herr gut zielt. Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Was? Bisschen zu groß für einen Pfeil? Das ist zu stabil. Mein Kopf ist leer. Was, der ist zu groß? Ein winziges bisschen zu groß für einen Pfeil. Sein Ernst. Das geht so nicht. Wir haben einen Pfeil, der ist zu groß. Ich mag es einfach nicht. Kann ich vielleicht... Mir fällt dazu nichts. Ein winziges bisschen... Du sollst... Das führt zu nichts. Doch, du sollst ein bisschen kleiner schnitzen. Okay. Ich stelle jetzt erstmal den Kelch mit Honig auf den Sockel. Damit wir die Folge überhaupt noch was erreicht haben. So, wir haben bestimmt schon viele so gedacht, ja, warum macht er das nicht so? Ich muss das Ziel im Auge behalten. So nicht. Hör mich verarschen! Ich würde den Honigding jetzt hier herstellen, damit der danach da guckt. Ernsthaft? Das lasse ich lieber. Geht auch nicht. Nicht sehr. Ist das dein Ernst? Kelch mit Honig. Der Honig gefällt ihm. Kann ich ihn jetzt? Das bringt nichts. Ich werde ihn töten. Einfach. Ach, kann ich die vielleicht... Ach, Moment, warte mal.
stell es mal auf den. Das ist ja geil. Okay, Moment. Jo, bringt das vielleicht was? Obwohl, das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, ob was gebracht hat. Da haben wir jetzt eine Folge lang wild romantiert, haben zum Glück jetzt doch noch etwas gefunden und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da geht's dann los und dann werden wir hoffentlich ein bisschen mehr erreichen und eine der drei Quests endlich lösen. Oder vielleicht alle drei. Bis dahin, adios, bis zum nächsten Mal. Also bis morgen. Tschüss, ich hoffe, euch hat's gefallen. Trotzdem.